Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem neuen Vergleichsvideo von OKM 3D mit dem Race 3D Pro 3 gegen den Ultimaker S7, der jetzt brandneu erschienen ist. Der Race 3D wurde November 2021 eingeführt, ist also quasi schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Zwischenzeitlich gab es mal ein Hyperspeed Upgrade Kit, aber an sich ist die Maschine eben seit diesem Zeitpunkt sehr ähnlich geblieben. Beim Ultimaker S7 war so, der wurde im März 2023 gelauncht, überraschenderweise. Und hier hat sich optisch zumindest einiges getan, nämlich komplett dieser Aufsatz ist neu. Und hier haben wir im Endeffekt gleich einen Filter mit integriert, haben eben einen komplett geschlossenen Bauraum und eine neue Bauplatte. Wie schön ist das im Vergleich zu einer Glasplatte? Also das ist wirklich sehr nett, hat mich sehr gefreut. Weil ich habe lang ein Ultimaker S5 verwendet und das mit der Glasplatte war wirklich ab und zu anstrengend. Ne? Beim Ultimaker 2 und 2 Plus, das war halt so damals, aber beim Ultimaker S5 hat man schon gesehen, da gäbe es bessere Lösungen. Aber man hat sich ja bei Ultimaker besonnen und hat hier jetzt eben diese bessere Lösung integriert. Ansonsten Display, der Rest des Aufbaus, die Hotends, der Druckkopf, ziemlich ähnlich, also um nicht zu sagen identisch. Also da hat sich tatsächlich nicht viel getan, aber never change a running system. Was ich ein bisschen schade finde, dass man wirklich da nicht mehr gemacht hat. Also ein bisschen mehr Stabilität hätte ich mir gewünscht, aber mei, das ist eben so. Genau, aber dann fangen wir mit unserem Vergleich an. Heute nur so ein bisschen Zahlen und Fakten, also nur das, was ich tatsächlich greifen kann, was ich aus dem Datenblatt herauslesen kann, was ich mir per Preise online einsehen kann. Solche Geschichten, ein Druckvergleich wird später folgen und da eben gezielt mit einigen ausgewählten Materialien, aber das in einem separaten Video. Heute wirklich nur Zahlen, Fakten verglichen, damit man da mal ein bisschen Überblick hat bei der Kaufentscheidung. Bei unserem letzten Video S5 gegen Pro 3 kam gerade von der Ultimaker Fanbase ein bisschen Gegenwind in den Kommentaren. Ich versuche so objektiv zu bleiben wie möglich, das auch irgendwie zu belegen. Und wenn ich Ihnen nicht objektiv genug bin, dann ist es leider so, dann können Sie das ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber wie schon meine Lehrer gesagt haben, ich war stets bemüht. So, dann fangen wir an mit dem Vergleich Ultimaker S7 gegen Race 3D Pro 3. Auf der ersten Seite haben wir Preise, Lieferumfang, Bauvolumen, Grundaufbau und Bedienbarkeit. Das sind alles Sachen, die ich relativ leicht zeigen kann, die ich relativ leicht belegen kann, wo die Meinungen jetzt nicht so weit auseinandergehen sollten. So, fangen wir mit dem Preis an. Das ist ganz einfach. Weil da haben wir beim Ultimaker 7.499 Euro und beim Pro 3 4.999 Euro. Deswegen war ich so frei und habe den Race 3D Pro 3 Plus mit reingenommen. Der bei 6.499 Euro liegt, das sind immer noch 1.000 Euro Unterschied zum Ultimaker S7. Wir haben beide komplett geschlossen, Dual Extruder, flexible Bauplatte, ähnliches Bauvolumen beim Pro 3 zum S7. Von daher kann ich da dann doch auch den Pro 3 Plus mit in die engere Auswahl nehmen, wenn ich jetzt gerade eine Kaufentscheidung treffen möchte. Von daher habe ich den mit hinterlegt. Das heißt für mich relativ einfach. Ich zerschmettere jetzt 3 Sterne beim Ultimaker, also 2 von 5 und der Race 3 von 5. Warum nicht mehr? Ganz einfach, weil es wirklich sehr, sehr viele Maschinen gibt, die günstiger sind. Dann haben die vielleicht keinen geschlossenen Bauraum, haben keinen Dual Extruder, haben vielleicht nicht so ein schönes Display, haben nicht die Cloud-Lösung, haben nicht die Software dahinter. Klar, muss man alles mit einbeziehen, aber es gibt einfach Maschinen, die sind günstiger, deswegen hier auch nur 3 Sterne. Außerdem bin ich aus Oberfranken, würde sowieso nie 5 Sterne vergeben. So. Beim Lieferumfang, zeige ich gleich vorneweg, ist beim Ultimaker einfach hier und da etwas mehr dabei oder etwas schöneres Werkzeug dabei. Deswegen gebe ich dem Ultimaker 4 von 5 Sternen und dem Race 3 von 5 Sternen. Bei beiden Maschinen kann ich sofort starten, habe alles dabei, was ich benötige.
Wie gesagt, hier und da die Qualität etwas besser und zum Beispiel beim Filament habe ich zwar noch 750 Gramm PLA im Vergleich zu 2 Kilo, also 2 Spulen PLA beim Race, aber ich habe eine Rolle PVA wasserlösliches Stützmaterial beim Ultimaker dabei. Deswegen Ultimaker 4, Race 3 Sterne beim Lieferumfang. Beim Bauvolumen ist es auch wieder ganz einfach. Hier habe ich eben 23,76 Liter beim Ultimaker. Ne? Also er druckt ja tatsächlich auch nur bis hierher. Und beim Race habe ich 27 Liter beim Pro 3 und unglaubliche 54 Liter beim Pro 3 Plus. Wohlgemerkt, für 6.499 Euro 54 Liter zu 23,76 für 7.499 Euro. Deswegen hier 2 Sterne für den Ultimaker und 4 Sterne für die Race 3D Pro 3 Serie. Beim Grundaufbau, auch nehme ich gleich vorneweg, habe ich mich wirklich geärgert, dass beim Ultimaker so wenig Neues gekommen ist. Wir haben immer noch das ganz, ganz viele Plastik und auch die Kopflösung, wobei jetzt hier, das fühlt sich ein bisschen besser an. Aber immer noch hier hinten, mal gucken, ob man das hören kann, diese Spindel, die eben halt nur unten geführt ist, auch relativ dünn ausgefallen ist. Zumindest habe ich hier 2 Führungen noch dazu. Die Platte ist auch okay, ne? Das ist Vollmetall, aber das ist einfach nicht das, was ich mir erwarte als Businesskunde. Und vor allem, Platte ist noch hinten geführt, das habe ich schon immer bemängelt. Und jetzt kommt ein Ultimaker S7 und es ist wieder der gleiche Scheiß. Also es funktioniert. Ich habe lange, lange wirklich einen Ultimaker S5 verwendet. Der hat wirklich bis zum Schluss gut gearbeitet und ging dann immer noch. Ich habe ihn dann gebraucht, verkauft. Das ist echt okay, aber man kann das besser lösen und Race 3D löst es deutlich besser. Es sind 4 Führungen, die massiv sind. Die Kugelumlaufspindeln sind oben und unten geführt und sind 2 und die sind doppelt so dick. Also quasi 4-mal Kugelumlaufspindel im Vergleich zum Ultimaker. Und da kann ich wirklich mein ganzes Gewicht drauf bringen. Also ich kann es dann irgendwann runterbringen, aber ich kann es nicht im Winkel verändern. Beim Ultimaker muss ich nicht viel dazu tun, dass sich der Winkel verändert. Das heißt, wenn ich etwas Großes, Schweres dadurch drucke, kann es sein, dass die Platte durchhängt. Also das ist einfach für mich, da hat man zu wenig Innovation reingebracht. Deswegen hier auch die harten 2 Punkte für den Grundaufbau im Vergleich zu 4 Punkten beim Race. Race war schon immer die stabile Lösung. Was aber auch zwingend erforderlich ist, wenn ich zum Beispiel auf das Hyperspeed Kit gehe, weil dann wird die Maschine noch deutlich mehr belastet. Das habe ich beim Ultimaker gar nicht. Von daher kann ich das schon ein Stück weit verstehen, dass man hier spart in Anführungsstrichen und auf ein bewährtes System setzt. Aber ja, es ist halt einfach überholt. Das ist so ein bisschen wie die Glasplatte. Da hat man sich was anderes gewünscht und hat es jetzt. Warum auch nicht vom Aufbau einfach hier und da etwas stärkere Komponenten oder etwas, ja, einfach andere Platten oder irgendwie irgendwas etwas netter gemacht. Aber sei es drum. Hier meine Bewertung, 2 Sterne für den Ultimaker und 4 Sterne für den Race. Bei der Bedienbarkeit sind die Maschinen relativ gleich auf. Beim Race habe ich lediglich, mein Gott, ein größeres Display, was hier und da eben etwas mehr Informationen auf einen Blick ermöglicht. Aber die Menüführung beim Ultimaker ist tipptopp, genauso wie beim Race. Von daher wäre alles, was ich jetzt Negatives bringen würde, meckern auf hohem Niveau. Maschinen sind wirklich sehr, sehr gut bedienbar, kann mehrere Sprachen einstellen. Von daher, ich aber wie erwähnt Oberfranke bin, ziehe ich bei beiden jeweils einen Stern ab, weil man kann es immer besser machen. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Seite, kurzes Break, weil das sind dann quasi die Sachen, die aus meiner Sicht nicht so zwingend ins Gewicht fallen, die nicht kriegsentscheidend sind. Und die Sachen, die aus meiner Sicht nicht ganz so entscheidend sind, sind die Filamentauswahl, der Filamentfeeder, die Filamenthalterung, die Bauplatte und die Hotends. Das ist entweder sehr, sehr ähnlich bei den beiden Maschinen oder nur in bestimmten Fällen von Wichtigkeit. Von daher würde ich das hier in der Bewertung nicht so als wichtig heranziehen, aber man sollte darüber gesprochen haben. Filamentauswahl, alte Leier, Ultimaker verwendet 2,85 mm Filament,
was bedeutet, dass die Auswahl einfach kleiner ist, weil es für die Hersteller einfach normaler ist, eben 1,75 mm Filament herzustellen, was auch der Race verwendet, was auch die meisten anderen Maschinen verwenden. Somit sind BCN3D zum Beispiel und Ultimega eben beschränkt auf dieses 2,85 mm Filament. Das heißt, die Auswahl hier ist kleiner, weil für manche Filamenthersteller sich die Produktion in 2,85 gar nicht lohnt, weil man einfach zu wenig davon verkauft. Na, von daher ist die Filamentauswahl grundsätzlich beim Ultimega kleiner. Allerdings auch beim Race nicht umfassend, weil der Extruder nur bis 300 Grad geheizt werden kann und somit bestimmte Filamente gar nicht verfügbar sind aufgrund der technischen Gegebenheiten. Aber nichtsdestotrotz, Filamentauswahl Ultimega 3 von 5, Race 4 von 5 Sternen, weil er eben 1,75 mm verwendet und davon mehr verfügbar ist. Beim Filament Feeder kann man sich streiten. Der Ultimega verwendet den Bowden Extruder, der Race einen Direct Drive Extruder. Das heißt, beim Race sitzt der Motor direkt über dem Hotend, also am Kopf. Und beim Ultimega wird von hinten geschoben. Hat den Nachteil, dass hier ein weiterer Weg überwunden werden muss. Das heißt, das ist vielleicht nicht ganz so prozesssicher. Dafür verwendet man aber das dickere Material, was sich eben leichter schieben und ziehen lässt. Das hat sicherlich seinen Zusammenhang. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass das Direct Drive Extruder einfach prozesssicherer sind und eine größere Filamentauswahl bieten, da ich auch sehr weiche Filamente verdrucken kann. Deswegen würde ich beim Filament Feeder tendenziell dem Race einen Punkt mehr geben, aber durch den Bodenextruderaufbau ist der Druckkopf natürlich leichter, weil ich hier diesen Motor irgendwo anders habe und nicht am Kopf. Dadurch tue ich mir leichter, den präziser zu steuern. Das heißt, ich habe weniger Masse zum Beschleunigen und zum Bremsen, kann vielleicht dadurch exakter fahren. Deswegen, also das ist eine Diskussion für sich, deswegen möchte ich mir da gar kein Urteil erlauben und ziehe bei beiden einfach 2 Sterne ab. Pari 3 zu 3 von 5 Sternen. Und dann ist es okay. Deswegen 3 Sterne, man kann überall etwas besser machen. Man kann bessere Zahnräder einbauen, man kann eine bessere Anpresskontrolle machen. Viele, viele Geschichten. Das ist halt bei teuren Maschinen eher der Fall. Hier hat man eben halt dann nicht die perfekte Lösung, aber eine sehr gute Lösung in beiden Fällen. Deswegen 3 von 5 Sternen. Filamenthalterung. Filamenthalterung befindet sich beim Ultimega immer noch auf der Rückseite. Das habe ich schon immer bemängelt, das fand ich immer schon doof, weil ich muss die Maschine rausziehen. Der ist ja jetzt inzwischen wirklich groß und schwer. Das heißt, es ist gar nicht mehr so einfach, die Maschine einfach so mal auf den Tisch zu drehen. Das nimmt mir einfach ein bisschen Flexibilität. Beim Race ist es halt seitlich drin. Das heißt, ich brauche hier, das wäre jetzt nicht ideal, aber es würde gehen, brauche halt seitlich ein bisschen Platz, dass ich diese Tür öffnen kann. Dafür kann die Maschine einfach so stehen bleiben und ich kann das Filament nachladen. Zusätzlich ist es natürlich innen drin und staubt nicht ein oder zieht nicht so viel Luftfeuchtigkeit. Ist einfach besser. Warum man das immer noch beim Ultimega S7 hinten dran macht, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich möchte man diese Unterschränke mit der Filamentstation einfach häufiger verkaufen. Deswegen macht man die eigentliche Lösung so ein bisschen, ja, geht so geil. Und verkauft dann lieber eben diese Unterschränke, die sind aber geil, die automatisch das Filament ziehen können, wechseln. Also das ist toll, kostet allerdings schlappe 2500 Euro Aufpreis. Aber ich würde es kaufen, dann hat man nämlich das System fertig und muss es nicht immer wieder hinten wechseln. Aber deswegen Filamenthalterung ziehe ich beim Ultimega tatsächlich 3 Sterne ab, also gebe ihm nur 2, weil das wirklich, das ist nicht perfekt, also weit davon entfernt. Und beim Race ziehe ich aber trotzdem 2 Sterne ab, weil ich durch diesen Aufbau nur 1 Kilo oder 750 Gramm Rollen verwenden kann. Und ja, auch die Führungen hier, also mehr so auf der günstigen Seite sind. Also das kann man schöner machen, kann man sich natürlich auch online dann besseres Equipment kaufen, aber deswegen hier auch nur 3 Sterne. Genau, und dann haben wir noch die Bauplatte. Die ist tatsächlich jetzt beim Ultimega viel besser geworden. War vorher Glasplatte, ist jetzt eben, was ist es eigentlich? PEI Flexplate. Kann ich von beiden Seiten verwenden. Auch toll. Na, das geht beim Race nicht. Ja, ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Was ich aber cool finde, da hier sind so Löcher.
ne, dass ich wirklich das gut einführen kann. Und dadurch nehme ich, Moment, ich zeig das mal, kann ich diese Platte nicht falsch einlegen. Also ich habe das jetzt wirklich reinfallen lassen und die sitzt perfekt. Das ist mega, finde ich ganz toll. Beim Race habe ich auch eine Flexplate, die ist beschichtet mit einer Biltec. Ähnliches System, aber hier kann ich nur von einer Seite verwenden. Also da gefällt mir die Lösung von Ultimega besser. Race will da jetzt nachziehen, wahrscheinlich aufgrund vom Ultimega S7 mit einer PEI-Platte und einer Glasplatte und was weiß ich was. Aber aktuell verglichen gebe ich dem Ultimega 4 und dem Race 3 Sterne. Also allein schon diese Führung, dass ich das immer richtig einlegen kann, wäre mir diesen extra Stern wert, weil das wirklich eine geile Geschichte ist. Ich habe schon häufig das irgendwie nicht ganz perfekt beim Pro 3 oder beim E2 eingesetzt und habe dann irgendwie mir die Platte zerkratzt oder irgendwie was. Also das ist durchdacht, da hat wirklich mal einer eine sinnvolle, einfache Lösung gefunden und das ist top. Also deswegen hier ein Stern mehr für den Ultimega. Bei den Hotends sind wir auch wieder sehr ähnlich. Also ich würde mal behaupten, in dem Fall hat sich Race was von Ultimega abgeguckt. Na, die haben jetzt auch im Endeffekt interchangeable Hotends, die ich einfach rausnehmen kann. Bei Race ist eben der Lüfter noch mit dran. Bei Ultimega, ja, ist kein Lüfter dran, der bleibt halt am Kopf. Also man sieht auch Masse und Klasse hier bei Race. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Bei Ultimega altbekannt, also auch aus dem S5 oder S3 sind exakt die gleichen Hotends. Bei Race eben neue interchangeable Hotends, die kamen mit der Pro 3 Serie. Die sind top, sind in beiden Fällen einfach zu wechseln. Beide haben so eine LED-Zustandsanzeige. Sehr, sehr ähnlich. Also wie gesagt, man hat hier ein bisschen von hier geklaut oder sich inspirieren lassen, wie auch immer. Beim Race kann ich die Düsen einzeln tauschen, das beim Ultimega nicht gedacht. Das gibt natürlich dem Race eine höhere Flexibilität, weil ich dann auch andere Düsen, nicht nur original Race, verwenden könnte zum Beispiel. Und beim Race gibt es auch eine relativ große Auswahl an verschiedenen Hotends, in verschiedenen Düsendurchmessern. Das gibt es beim Ultimega natürlich auch, aber die Auswahl beim Race ist etwas größer. Und ich habe beim Race noch dieses Hyperspeed Kit. Das hat auch ein anderes Hotend mit einer höheren Schmelzleistung. Erkennt man an der roten Farbe, ne, hier. Und ja, deswegen würde ich hier dem Race mehr Punkte geben als dem Ultimaker. Das heißt hier 3:4, ist aber in beiden Fällen wirklich gut gelöst, einfach gelöst. Ich kann wirklich Plug and Play die Köpfe tauschen, kann mir meinetwegen für ABS einen Kopf hinlegen und für PLA und dann sind die natürlich deutlich langlebiger, als wenn ich ständig alle Materialien durch den gleichen Kopf jage. Das ist bei beiden Maschinen top gelöst. Ich habe eine große Auswahl, beim Race wie gesagt etwas mehr. Und da ich finanziell ja Spielraum habe, könnte ich mir beim Race das Hyperspeed Kit kaufen, wo dann auch nochmal neue Köpfe dabei sind. Deswegen hier beim Race der Punkt mehr. So, dann gehen wir über zur letzten Seite der Präsentation. So, nun die letzte Seite der Präsentation hier mit den Punkten Design, Slicing Software, Cloud-Lösungen und Zubehör und dann natürlich der Gesamtpunktzahl in einem kurzen Fazit. Das ist alles sind eher die weichen Faktoren, ist bei beiden auch ziemlich ähnlich. Beim Design fand ich schon immer gut. Beim Ultimaker S7, wie auch beim S5, wie auch bei allen anderen Ultimakern, ist quasi das Bauvolumen sehr, sehr ähnlich zu der Grundfläche der Maschine. Also man hat sehr kompakte Maschinen, die auch wirklich gut aussehen. Mit dem Glas hier, das ist wirklich mega. Also echt toll, toll gemacht. Glas, hier habe ich überall Plexiglas. Klar, das erfüllt seinen Zweck, ist auch wirklich dicht mit einem fetten Magneten versehen. Und das ist hier auch mit einem Magneten, aber das ist halt, ne, hier Spaltmaß. Da passt schon einiges durch, das heißt hier entweicht auch Luft, also das ist beim Race besser gelöst und ich habe hier auch überall Sensoren, die verhindern, dass ja, Unbefugte quasi in die Maschine fassen und dann die Maschine weiterläuft, die geht dann in Pause-Mode. Bin ich mir gar nicht sicher, ob der Ultimaker das hat, ich gehe mal davon aus, aber berichtigt mich in den Kommentaren bitte.
Aber Design gefällt mir vom Ultimega einfach besser, auch beim Race. Ich meine, das Ding sieht aus wie ein N2. Also die sind wirklich sehr, sehr ähnlich geblieben, die Rays. Auch hier mit diesem Deckel, wo sich immer die Schläuche abzeichnen. Also Design, brauchen wir nicht drüber reden, fand ich schon immer gut. 4 Punkte für den Ultimega, 3 Punkte für den Race, weil beide sind gut, aber beim Ultimega ist es einfach ein Tick besser. Und jetzt unabhängig von Stabilität oder wie auch immer, einfach nur Design. Bei der Slicing-Software habe ich auf der einen Seite Cura, auf der anderen Seite Ideamaker. Beide wirklich top für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene. Ich kann einen Easy-Modus quasi einschalten und wirklich Standardprofile nutzen und es funktioniert bei beiden Slicing-Software. Ich kann sehr, sehr viel in der Slicing-Software machen. Ich kann mehrere Maschinen ansteuern. Ich kann mir Infos von den Maschinen holen. Top. Beide Maschinen, beide Slicer, top. Deswegen für beide 4 von 5 Sternen. Es geht immer besser. Dann haben wir die Cloud-Lösung. Bei beiden Maschinen gibt es Cloud-Lösungen. Aktuell bei Ultimega ein bisschen undurchsichtig auf der Homepage, weil da jetzt manche Sachen irgendwie mit MakerBot oder Ultimaker mit großen M verbunden sind. Aber es gibt Cloud-Lösungen für beide. Ich kann in beiden Fällen mehrere Maschinen gleichzeitig ansteuern, kann mir den Status holen. Bei Ultimega gibt es zum Beispiel auch so Wartungsinformationen noch mit hinterlegt. Also das ist bei beiden wirklich gut gelöst. Bei beiden online quasi der Slicer mit drin. Das heißt, ich müsste mir einen Slicer gar nicht fest an der Maschine installieren. Bei beiden wirklich sehr gut. Klar, mit Unterschieden hier und da, aber im Großen und Ganzen haben beide diese Lösung und beide gute Lösungen. 4 von 5 Sternen für beide Maschinen. Easy. Beim Zubehör habe ich, wie schon angesprochen, beim Ultimaker eben einen Unterschrank, wo ich eben Filament drin habe, was automatisch gezogen wird, was auch da kontrolliert drin liegt. Das ist top. Das gibt es bei Race gar nicht. Bei Race gibt es eben Unterschränke. Klar habe ich irgendwie hier beim Race noch das Hyperspeed Upgrade Kit, was wirklich mega ist. Ich kann fast 5-mal so schnell drucken, je nach Einstellungen, aber ich kann zumindest 3-mal so schnell drucken wie vorher und der Race war jetzt auch vorher schon nicht langsam. Das ist top. Das kostet zwar 1000 Euro extra. Das ist auch der Preis von kleinen Maschinen, die in dieser Geschwindigkeit drucken können. Aber hier habe ich halt eine große geschlossene Maschine, die diese Geschwindigkeit fahren kann, die auch über längeren Zeitraum die Stabilität bringen wird. Und ja, das ist einfach was anderes, wie wenn ich jetzt hier, was ich ein Anchormake M5 oder einen Bamboo Lab mir zulege, die wahrscheinlich dann nach wenigen Monaten schon an Qualität verlieren, weil halt die Komponenten nicht dafür ausgelegt sind. Beim Ultimaker habe ich dieses Speedkit nicht, das wird auch nicht kommen. Das ist eben so ein bisschen dem geschuldet, was Mainboard, Firmware und eben der Aufbau so hergeben. Beim Race konnte man sich das erlauben, eben da die höhere Geschwindigkeit zu fahren. Das heißt, da hat der Race einen Vorteil. Dafür habe ich beim Ultimaker nochmal ein Metallkit und andere Geschichten, die wirklich top sind. Und habe eben diesen Unterschrank mit Funktion, was der Race nicht hat. Deswegen gebe ich dem Ultimega hier 4 Sterne und dem Race nur 3 Sterne. Ja, also ich hoffe, ich war objektiv genug und habe das meiste, was für den normalen Anwender ist, wichtig ist, mit reingebracht. Und wir kommen dann zu einer Gesamtpunktzahl beim Ultimega von 45 und beim Race von 49. Also Maschinen sind relativ eng beieinander. Allerdings muss man auch ehrlich zugestehen, wenn ich jetzt zurückgehe auf die Seite 1, da stehen die für mich eigentlich wichtigen Sachen. Das ist der Preis, das ist das Bauvolumen, das ist die Bedienbarkeit und das ist der Grundaufbau. Also diese Sachen wären jetzt für mich als Kunde wichtig und wenn ich denen jetzt die doppelte Wertung geben würde, was nicht immer untypisch ist. Also normalerweise gibt man den Preis ein Zigfaches der Wertung. Aber wir sagen einfach mal, diese ganzen Werte kriegen die doppelte Wertung. Dann hätten wir eben 59 zu 67. Das heißt, tendenziell steht der Race dann etwas besser da, wenn man diese Punkte doppelt bewertet. Aber das muss jeder für sich wissen. Gehen Sie die einfach mal durch. Und ich möchte ja hier nur ein bisschen, ja, einfach aufzeigen, wo vielleicht Stärken und Schwächen liegen oder halt, wo sich die Maschinen unterscheiden. Will hier keinen in irgendeine Ecke drängen. Beide Maschinen sind gut,
Beide Maschinen haben eine vernünftige Slicing-Software. Beide Maschinen funktionieren einfach. Ich kann fast jeden da ransetzen, der kann die Maschinen bedienen. Ja, beide Maschinen sind prozesssicher. Klar, Ultimaker hat hier und da Schwächen, der Race hat hier und da Schwächen. Beim Ultimaker gibt es mehr Zubehör. Beim Race, ja, kann ich vielleicht Zubehör dann irgendwo noch separat zukaufen, aber darum geht es ja nicht. Also, ne, ist für jeden eine Geschmackssache, was möchte er haben, möchte er ein Ultimaker S7 oder möchte er einen Race haben, aber wenn es rein um den Preis geht oder das Bauvolumen, ist der Race auf jeden Fall ihre Wahl. Geht es um das Zubehör mit diesem Schrank, der das Filament automatisch nachlädt, ja, dann führt kein Weg vorbei am Ultimaker S7. Ja, so muss jeder seine Entscheidung selbst treffen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da ein bisschen Unterstützung geben bei der Entscheidungsfindung und würde mich freuen, wenn Sie ab und zu mal wieder vorbeischauen. Abonnieren Sie den Kanal, geben Sie uns ein Like oder auch nicht und schreiben Sie in die Kommentare, wenn ich irgendwo total daneben lag. Vielen Dank und bis bald.